Mein Ziel ist es, wieder zurück an die Weltspitze zu arbeiten. Mein Ziel ist, mit der Ochsner-Sportfamilie meinen ersten Weltcup-Podestplatz zu feiern. Mein Ziel ist, dass ich eine super Saison erwischen kann, dass ich mit einem guten Gefühl und mit schönen Erinnerungen aufhören kann. Sie kommen seit sehr viel Zeit hier in Quitfjell. 1996 waren Sie als amtierender Super-G-Weltmeister schon hier qualifiziert. Und jetzt ist es vielleicht Ihre letzte Abfahrt hier in Quitfjell. Wie gehen Sie zum Start? Was ist Ihre Einstellung? Die Einstellung ist gleich wie ich habe die ganze Saison. Ich glaube, ich will mitspielen. Es ist eine Strecke, die mir gut gefällt. Und, ja, ich will immer ein gutes Resultat hier fahren. Im Abfahrt es ist immer nicht gut ausgegangen, im Super-G immer ein bisschen besser. Aber schauen wir morgen, es ist ein anderer Tag. Die Piste ist sehr gut beieinander. Ich fühle mich auch gut. Dann schauen wir, was morgen passiert. Wir haben gesehen, sehr oft im Winter waren Sie manchmal sehr schnell unterwegs. Hat es nur wenig gefehlt für ein Podest oder einen Sieg? Ja, sicher. Es gibt jetzt noch die beiden Rennen da, plus die beiden Rennen in Meribel, um das zu ändern. Und ich muss einfach die Rennen zu Rennen nehmen und schauen, dass ich weiter auf diese Welt fahre. Und ja, versuchen nicht etwas mehr machen, aber die Kleinigkeiten korrigieren. Ja, zum Beispiel auch in Biberkrieg haben wir gesehen, es hat nur sehr wenig gefehlt für eine Medaille dort. Ja, schon im Super-G sicher, im Abfahrt auch. Ich mache in Abfahrt einen relativ großen Bock. Und, aber jetzt es ist vorbei und ich muss vorschauen. Es gibt noch 4 Rennen und die Möglichkeiten sind da. Sie bleiben konzentriert und haben doch sehr viel Spaß dabei. Ja, Spaß habe ich immer, wenn ich am Start bin. Momentan konzentriert, wenn man Speed-Disziplin fährt, man muss sowieso immer sein. Und das ist sicher der Hauptpunkt. Viel Spaß, danke vielmals. Merci.